Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Seid ihr bereit nochmal in den Bossraum zu gehen? Also ich schon. Obwohl, da dürfte jetzt kein Boss mehr sein. Aber ihr irrt euch, in diesem Bossraum, da war ja mal Geralt drin, unser erster Boss. Und jetzt lauern hier drei Skelette. Wie? Ich hab keine Ahnung. Seht ihr. Aber da benutzt lieber den Eisenschild. Aua! Na komm her, schlag zu. Nein, weg. Ich mach mal kurz meine Glotze, weil beim Schlagen ziemlich laut wird. Ah! Was habe ich eigentlich noch zum Heilen? Gut, ich habe noch eine Fee höchstens. Ey. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Feier ich sie selber, dass ich kaum noch Herzen habe. Deswegen zerstört erstmal die Krüge. Nein, ich brauche keine Bomben. Ich brauche nur Herzen. Ich brauche nur Herzen. Die sind mir jetzt am wichtigsten. Die sind mir am wichtigsten. Am wichtigsten. Ah! Ein Skelett ist schon mal down, so ganz Spaß. Okay, oh nein! Hör auf! So, jetzt kommt, komm her! Komm her. Gut. Jawohl. Phew, das war wieder mal knapp, Leute. Gegen drei Skelette. Das ist ziemlich schwer. Okay. Wir haben zwei leere Flaschen. Ja, Leute, ich muss kurz anders mich hinsetzen. Ja, ich spiele die wie hinsetzen. So. Oh, fein. Ja. Wenn man das zum ersten Mal spielt, setzt man natürlich die Aura-Suche ein. Weil das Heiligwasser nur da ist. Aber erstmal werde ich mir eine Fee noch fangen. Eine Fee ist mir natürlich wichtiger noch. Und die anderen nehme ich so mit, zu heilen. Und jetzt, komm her, Lichtwasser. Oh Leute, guck mal, wir werden nochmal geduscht. Mann, ich mach das. Wenn einer wahrscheinlich wird. Vorsicht, 51%, bitte schön. Zack. Und wir werden schnell zum Wasser dran wieder kommen. Wir reißen da für uns Wolken und springen sofort in der Freirone. Damit das ein bisschen schneller geht, Leute. So. Zack. Und direkt wieder auf umdrehen. Wow, so weit sind wir ja schon so weit dran. Das ist ja mal gut. Und deswegen... Abspringen! Bla 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 bla. Und zwar Flori Wasser, Floria Wasserfall. Bling! Aber ich finde ja schon mal gut, dass wir höchstens die letzte Schleuder, die beste Schleuder haben und den besten Käfer. Und das schon vor dem vierten Tempel. Weil der vierte Tempel ist jetzt schon ganz nah, Leute. Oh, du hast sie ohne jeden Zweifel heiliges Wasser. Schnell schütt das in meinen Behälter. Okay.
Und jetzt? Was passiert jetzt? Hä? Das sieht nicht nett aus. Meine Kraft ist zurück. Sehen, dies ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Phairon im Namen der Götterhüterin dieses Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Mir scheint, es war nicht nur die Zufall, dass du dir die Wasserspuren nicht verdiene, die Prüfung der Götter bestanden hast. Wie versprochen, werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Okay. Was? Der hier? Sie. Ja, was passiert jetzt? Ey, das will ich auch können. Die schleudert den Wasserfall zurück. Geil. Ey, Leute, sowas müsste Link auch können. Sie hat ihn aufgelöst. Sie hat es in ihren Händen. Da ist der vierte Tempel. Hier findest du die heiligen Flammen. Obwohl der Vater diesen für viele Jahre verschwert, konnte sich dort zu einer bösen einlassen. Jedoch solltest du für eine Göttin, der von der Göttin auserwählte, keine Nähe sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Bis bald. Tschö! Jawoll, Leute. Somit geht's endlich in den nächsten Tempel. Autsch! Hä? Und Leute, man darf es wohl kaum glauben, es ist ein Wassertempel. Aber dieser Wassertempel ist mein Wassertempel, der mir gefällt. Kein Hasstempel in diesem Spiel. Doch, es gibt einen Hasstempel, aber ich sag nicht welchen. Aber wie gesagt, es gibt auch bestimmt Zuschauer, die das Spiel überhaupt nicht kennen. Bei Queen of Time und so, das kannte jeder und so alles. Da konnte ich sagen, oh, ja, das war mein Hasstempel, das und das. Aber hier nicht. Der Wassertempel. Höhlenheiligtum. Es ist aber ein Wassertempel, Leute. Wow. Okay, dann gehen wir gleich los. Irgendwer! Glibber! Monster Glibber! Das war so offensichtlich. Ha. 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 Oh, wir haben die so sehr so umgedreht. Hops. Ich habe den Landschaft nur leicht bewegt. Lass Ruhe. So. Diese Kombination findet... Weiß ich ja jetzt schon, aber deswegen... Nacken. Zack. Oh, verdammt. Nach oben. Oh, zack. Aber ich zeige euch gleich, wo man diese Information für dieses Schloss herkriegt. Was habt ihr ja im Dunkeln so... Oh ja, wo hast du die denn her, du Pisser? Nein! Leute, ich würde aber sagen, dieser Part wird jetzt diesmal mal extra was länger. Nur für euch. Und deswegen holen wir erstmal das Vieh runter. Okay, erstmal den 20. Bams. Ey. Oh. Mein Kopf. Ha.
und die Tür öffnen. Und da kriegen wir jetzt erstmal unseren kleinen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Jo. Jo. Nein! Oh. Stirb. Das hat es nicht umsonst getan, das tat nämlich weh. Oh. Oder? Nee, der wird doch nur 15 Minuten, danach nehme ich glaube ich noch ein paar da oder so. Ha! Weil Information, um dieses Schloss zu öffnen, kriegt ihr hier. Die Symbole aus der großen Scheinschaltung lehren dich die Sitten dieses Landes. Zuerst den Nacken, als nächstes den Rücken, dann den rechten Hand drücken und dann den linken Hand drücken. Also an, das ist diese, kommen wir jetzt zu diesem Schloss, was wir eben gesehen haben, diese Hä? Ah, jetzt einfach mal runterspringen, weil unten erwartet uns schon der Zwischenboss. Und da oben ist die Tür für den Boss. Aber uns leider der Master, der Bossschlüssel fehlt. Das sieht aus wie eine Lotusblüte. Gebieter meiner Analyse hat ergeben, dass ich im oberen Bereich jahre. Oh doch, Leute, doch. Der wird länger. Ich habe keinen Bock diesmal auf. Nicht schon wieder ein Skelett. Aber egal. Da heißt wieder was leider. Komm schon. Bam. Oh. Hä? Oh. Scheiße. Was wird? Ah, nein. Link, komm schon. Aua. Ja, was willst du? Komm schon. Komm her. Oh Gott, hat es dir mein Schild abgezogen. Ey. Aua. Es tut weh. Dort. Du hast die Peitsche erhalten. An ihrer Spitze befindet sich eine magische Lichtkugel, die an den unterschiedlichen Dingen haften kann. Eine Peitsche. Eine, ey, die ist uns Spirit Tracks bekannt. Auch wieder ein bekanntes Item. Und das ist schon das Dungeon Item aus dem Wassertempel. Für mich ist es echt nur ein Wassertempel, Leute. Okay, komm her. Ah, jetzt kommen wir wieder nach oben. Ha. Hier können wir jetzt erstmal weiterhin nichts machen. Deswegen gehen wir hier raus und holen uns erstmal im Wasser zwei silberne Rubine. Nein. Da. Schnell. Oh, das war knapp. Das war knapp, Leute. Weil jetzt müsste ich eigentlich in ein paar Sekunden wieder aufhören, den Part. Aber, nee. Oder? Doch. Nein, doch. Oh, doch, Leute, ich mache einen Cut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!